Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexei. Öffnen Sie die Türen. Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen. Wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in der Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronenmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerkonos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Kabele, Herzog von Cerkonos. Janische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerkonos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation. Den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen. Ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei.
Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Reiset Kaiserin Delilah. Erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Schwert hat keine Macht. Als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Coatridge. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily! Was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayhew. Nein! Ah, die berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Was? Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater. Nichts, was ich allein kann. Ich muss hier raus. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. Nur möglich. Lady Emily, es geht Ihnen gut. Meinig. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Er wurde eingesperrt, sozusagen. Sie müssen aus dem Tower heraus, durch den Schutzraum. Da war ein Kapitän, früher am Tag, unten am Hafen, hat den Schutzherrn gesucht. Finden Sie sie. Fliehen Sie aus Dunwall. Alexi. Tut mir leid. Leben Sie wohl. Das geht nur mit meinem Ring auf.
Ramsay hat ihn. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkonos. Der Saal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe, falls ich mich nicht selbst in diesem verdammten Schutzraum einsperre. Wir stehen bereit, falls ein Begleiter des Herzogs auftaucht. Das ist aufregend. Alles wird anders. Ja, die natürliche Ordnung setzt sich wieder durch. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden Sie wieder dazuzählen, Hauptmann. Ramsays Familie wurde aus dem Adel enthoben und er hegt wohl noch einen Groll. Warum ich schuld sein soll, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, Ramsay ist gefährlich. Ich muss ihn ausschalten. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Haben jemand verloren? Das hier ist dein Ende! Dafür werden sie bezahlen. Aber ich muss hier verschwinden. Wie es hier aussieht. Auf Wiedersehen. Den lasse ich nicht mehr los. Vater, egal wie, ich bringe das in Ordnung. Versprochen. Stammt von Sokolov. Ich habe hier nach der Seuche oft geschlafen. Mitnehmen. Ich vermute, ich brauche die.
Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Schleunigst raus aus Dunwall. Delilah hat Vater zu Stein verwandelt, aber ich werde ihn befreien. Das. Treuloser Hund. Ich muss ein Schiff finden. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist tot. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Coldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Emily Coldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Bürger von Dunwall. Von heute an ist Delilah Coleman neue Kaiserin. Kaiser Delilah, erste ihres Namens. Ferner wird die alte Kaiserin Emily Coldwin wegen Verrats gesucht. Alle, die Emily... Was? Das noch mal! Das ist Emily Coldwin! Was zur...
Neues Extrablatt. Kaiserin Delilah Caldwin, rechtmäßige Thronerbin, herrscht nun über Dunwall. Die Thronräuberin Emily Atano und ihr mörderisch... Ah! Hilfe! Du bist deine Uniform nicht wert. Dieser Kerl, Teil des Staatsstreichs, da bin ich sicher. Ich habe ihn mit Ramsay von der Stadtwache reden sehen. Nicht nur Sie wurden getäuscht, aber die Morde gingen nicht auf mich. Das weiß ich. Ich hätte nie den Namen Kronenmeuchler drucken dürfen. Man hat mich dazu gezwungen. Tut mir leid. Ist vergeben. Was auch immer geschieht, seien Sie vorsichtig. Wenn die Zeit reif ist, drucken Sie die Wahrheit. Das werde ich tun. Ich frage nicht nach Ihren Plänen, aber zum Wohle Dunwalls und des Reichs hoffe ich, dass Sie Erfolg haben. So verstehen Sie doch. Ich rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Die Straße ist auf Befehl der Wache gesperrt. Gesperrt? Und was? Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Mein Problem, Bürgerin. Sie sollten besser nach Hause gehen. Ich muss hier durch zu meinem Laden. Der Monat ist sonst ruiniert. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht auf den Straßen sein. Weitergehen. Menschen von Dunwall! Einem Flüchtigen zu helfen, wird nun mit dem Tod bestraft. Helft der Stadtwache in dieser Übergangszeit. Das ist Emily Caldwin! Hauptmann Ramsay war wirklich fleißig, aber ich brauche ein Schiff. Das will ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Thank you.
besteht die Chance, dass ich an den uniformierten Idioten vorbei selbst in den Tower komme? Ob ich's wohl immer noch... Lady Emily, Sie werden nicht weit kommen. Ihr Gesicht ist auf allen Münzen. Es ist ein Staatsstreich im Gange und man hält mich für den Kronmeuchler. Es ist mir egal, wie ich aussehe. Ich bin Megan Foster. Ich arbeite für einen alten Freund, Anton Sokolov. Ich bringe schlimme Kunde aus dem Süden und eine Warnung. Ich kenne Anton, aber Corvo ist weg. Der Herzog von Zerkonos ist hier und eine gewisse Delilah. Sie haben alle im Thronsaal getötet. Dann hat sie etwas Seltsames gemacht. Ich konnte nur noch fliehen. Manchmal spielt das Leben so. Das ist mein Schiff, die Dreadful Whale. Los geht's, sobald Sie bereit sind. Ich muss nach Karnaca, wo die Meuchelmorde begonnen haben. Delilah war sicher eine Zeit lang dort und ich will herausfinden, was da los ist. Sie sind Corvos Tochter. Das sehe ich. Fahren wir? Ja, bin bereit.